So, kurz noch ein paar Worte zur zweiten Übung. Grundsätzlich ist die Aufgabe natürlich das Erstellen des Gebäudemodells mit Hilfe von Bauteilen. Worauf solltet ihr achten? Nun, zum einen solltet ihr darauf achten, dass das Projekt korrekt positioniert ist. Das hatte ich auch bei der Vorstellung der ersten Übung schon gesagt. Das heißt, schaut, dass ihr das Grundstück vernünftig zentriert im Projekt. Das hilft euch dann einfach, dass beispielsweise die Geschossebenen auch in den Ansichten auftauchen und so weiter und so weiter. Ihr könnt da entweder im Grundriss der Ebene 0 die Ansichtssymbole als visuellen Hinweis verwenden, dass ihr euch irgendwo dazwischen positioniert, oder wenn ihr in den Lageplan geht, den Projektbasispunkt ungefähr in dieser Zone sollte dann auch euer Projekt liegen. Genauso solltet ihr sehen, dass das Ganze in der Vertikalen vernünftig positioniert ist. Das heißt, schaut mal in eine Ansicht oder in einen Schnitt rein und guckt, ob die Höhe der Topografie zur Ebene 0 passt. Die Ebene 0 sollte natürlich die Oberkante Fertigfußboden aus Erdgeschosses sein. Das heißt, im Endeffekt solltet ihr eure Umgebung dann vertikal so verschieben, dass sie quasi zu eurem Erdgeschoss gut dazu passt. Gegebenenfalls vorher einfach die Umgebung, die Bestandsgebäude und die Vegetation einfach mal in einer Gruppe zusammenfassen und diese Gruppe dann verschieben. Hinterher wieder die Gruppe auflösen. So, was muss alles rein? Also einmal möchten wir natürlich sehen, dass euer Projekt mit Hilfe von Bezugselementen gegliedert ist. Das heißt, wir erwarten, dass ihr ein Raster verwendet und dass ihr Geschossebenen verwendet. Da sollen allerdings auch keine überflüssigen Elemente sein. Das heißt, Rasterachsen, die offenkundig nicht benötigt werden, wollen wir nicht im Projekt sehen. Genauso wenig, wie wir Ebenen sehen wollen, die hinterher keine Verwendung erfahren. Wichtig ist uns auch, dass alle diese Bezugselemente vernünftig benannt sind. Das heißt, Geschosse konsekutiv durchnummeriert und gegebenenfalls besondere Geschossebenen dann auch mal gesondert benannt. Beim Raster natürlich wichtig, dass Raster in unterschiedlichen Richtungen auch mit einer unterschiedlichen Systematik benannt sind. So, bei Wänden, die wahrscheinlich in den meisten Projekten erstmal so die den Großteil der Bauelemente stellen werden, achtet bitte darauf, dass zum einen eine Differenzierung der Funktionen in Typeneigenschaften stattfindet. Das heißt, wenn ihr in die Typeneigenschaften der Wand geht, könnt ihr einstellen, ist das eine Außenwand oder ist das eine Innenwand. Das dient einfach dazu, dass im Modell ein bisschen mehr Information ist, dass diese Wandtypen gut identifiziert werden können als Außen- und Innenwände. Und das ist eben ein wichtiger Aspekt von BIM, dass die Informationen stimmen. Das wollen wir an diesem Beispiel eben mit euch üben. Und was wir natürlich auch gerne sehen möchten, ist, dass die Wände entsprechend sinnvoll an Decken und Dächern fixiert sind und diese nicht irgendwie durchstoßen, so wie man das hier links in der Grafik sehen kann. Bei der Verwendung von den horizontalen Massivbauteilen wie Geschossdecken, Dächern und Sohlen achtet bitte darauf, dass ihr die richtigen Elemente an der richtigen Stelle verwendet. Das heißt, Dächer sind die vertikalen Abschlüsse des Gebäudes, Decken sind eben nicht die vertikalen Abschlüsse des Gebäudes. Achtet auch darauf, dass ihr
innen- und außenliegende Decken separat, in der Regel zumindest separat modelliert, weil sie eben unterschiedliche Bauteilaufbauten aufweisen, das heißt beispielsweise dann mit einer zusätzlichen Außendämmung und so weiter. Verwendet eine Sohle, damit ihr keine Topografie im Gebäude habt. Und grundsätzlich, das gilt für alle Massivbauteile, wir wünschen uns natürlich, dass ihr mit mehrschichtigen Konstruktionen arbeitet, zumindest bei allen Außenbauteilen und natürlich bei Geschossdecken. Bei Innenwänden ist das nicht unbedingt notwendig, dass man da irgendwie noch zwei Schichten Innenputz macht, aber bei Außenwänden würden wir natürlich schon erwarten, dass es eine Dämmlage gibt. Nächster Punkt, Fundamente. In der Regel erwarten wir, je nachdem wie eure Architektur aussieht, Streifenfundamente oder Punktfundamente. Bei den Streifenfundamenten haben wir gesagt, dass es gegebenenfalls sinnvoll ist, diese als Wände auszubilden, je nachdem wie sie zur Außenwand gestellt sein sollen. Denkt dann bitte wiederum daran, dass auch hier über den Wandtyp die Funktion auf Fundament gestellt sein muss. Grundsätzlich solltet ihr bei der vertikalen Anordnung der Fundamente darauf achten, dass die Wände, die Fundamente besitzen, mit ihrer Unterkante, und für Stützen gilt das auch, mit ihrer Unterkante auf der Oberkante der Rohdecke der Bodenplatte aufstehen. Weil das wird dann auch immer die Oberkante des Fundamentbauteils sein. Ansonsten ragt das Fundament in den Fertigfußboden rein und das wollen wir natürlich vermeiden. Wenn ihr Streifenfundamente verwendet, denkt außerdem daran, das sieht man hier auf der rechten Seite, dass in den Typeneigenschaften der Wandfundamente eine Einstellung getroffen werden kann, dass diese nicht unterbrochen werden, falls in der darüberliegenden Wand eine Öffnung sich befindet. Und in der Regel macht es Sinn, diese Streifenfundamente durchzuziehen. Das heißt, diese Einstellungen möchten wir dann dementsprechend bei den Streifenfundamenten auch nicht sehen. So, dann erwarten wir außerdem, dass ihr mit Türen und Fenstern arbeitet und das kann bedeuten, dass ihr, je nachdem, wenn ihr mit Fassadensystemen arbeitet, dass ihr auch in Fassadensystemen nochmal mit öffnbaren Elementen arbeitet. Das heißt, einfach ein Fassadenelement mal auswählen und dann eben ein Fenster als Element zuweisen, statt eines seinen Öffnungsflügel, statt eines reinen Fassadenelementes. Bei Türen achtet bitte darauf, dass diese nicht schweben. Das ist in der deutschen Vorlage in der Regel so, dass alle Türen mit diesem Fußbodenaufbau von 0,1 platziert werden. Den müsstet ihr dann entsprechend einfach reduzieren, je nachdem, wie ihr euer Modell aufgebaut habt. Und außerdem, das ist eine Sache, die wir quasi bei mindestens 50% aller Abgaben immer sehen, kontrolliert bitte nochmal eure Fensterausrichtung. Und wir sehen also ganz häufig, dass manche Fenster dann mit der Außenseite nach innen platziert sind. Und das kann man sehr leicht einfach kontrollieren, indem man einmal im 3D-Fenster um das ganze Gebäude rumfährt. Da sieht man das dann meistens schon. Und dann kann ich einfach mit der Space-Taste das korrigieren. Was noch? Je nachdem, was ihr an, wie eure Architektur aussieht, gibt es weitere Pflichtbestandteile. Das heißt, wenn ihr mit Fassadensystemen, aber eine große Öffnung in der Fassade habt, dann erwarten wir natürlich, dass ihr das mit einem Fassadensystem löst. Und ja, Skelettbau, wenn ihr ein Dachtragwerk habt, was eben Skelettbau erfordert beispielsweise, dann möchten wir den Skelettbau auch jetzt schon bei dieser Abgabe sehen.
Optional sind im Moment noch Geländer, Rampen und Treppen. Und weitere Bauteile natürlich auch. Aber sehen tun wir sie auch jetzt gerne schon bei dieser Abgabe. Grundsätzlich denkt einfach daran, dass ihr sauber modelliert und nehmt euch als Faustregel einfach, dass ihr so modelliert, wie es auch gebaut werden würde. Das heißt hier in diesem Beispiel etwa, dass die Geschossdecke so auf der Außenwand aufliegt, dass sie quasi mit der tragenden Schicht der Außenwand abschließt. Und eine weitere Geschichte noch, dass ihr, wenn ihr euer Gebäude in der Vertikalen positioniert habt, dass ihr dann auch die Topografie entsprechend so anpasst, dass sie mit den Öffnungen in euren Außenwänden harmoniert. Das waren die Hinweise zur zweiten Übung. Die genaue Anforderungsliste findet ihr wie immer in Skript 1a als eine Art Checkliste.